Am Sonntag ist der 10. Jahrestag des 11. September. Ich war damals 11 Jahre alt und kann mich noch ganz genau an alles erinnern. Wir von Du hast die Macht gehen jetzt auf die Straße und fragen Passanten, welche Erinnerungen sie noch an den Tag haben. Kannst du dich an den 11. September 2001 erinnern? Ja, da sind Flugzeuge ins World Trade Center gestürzt. Woran kannst du dich denn erinnern? Dass ich Fernsehen geguckt habe und das eigentlich gar nicht so realisiert habe. Ich war auch jünger, also daher war das für mich nicht so. Wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? 11, 10. Okay. Also ich war 11 oder so und da war das dann, was ist das und wo ist das und ja. Und dann weiß ich auch noch genau in der Schule, wie wir da noch diese Trauerminute gemacht haben und so und haben uns dann auch viel darüber mit unseren Lehrern unterhalten, ja. Also ich war 11, ich habe es auch noch nicht begriffen, aber wir haben bei Bekannten und die haben das dann halt auch im Fernsehen sofort angeschaut. Und meine Eltern haben es die ganze Nacht angeschaut und ich saß irgendwann nur noch in meinem Zimmer und habe geheult, weil irgendwie ein bisschen was rausgegangen und alles war total bedrückt, jeder hat geweint. Also man hat es schon begriffen, aber was wirklich passiert ist, in dem Alter nicht. Meinst du, dass seit diesem Anschlag damals sich was in der Terrorpolitik geändert hat? Sie sind empfindlicher geworden, was die Terrorpolitik angibt, manchmal auch ein bisschen zu voreilig in den Entschlüssen. Aber sonst, glaube ich, ist es halt sehr viel Aufwühlen halt von manchen Sachen und was sehr schnell in Tourismus einfach die Schublade reingesteckt wird, deswegen. Ja, ich könnte jetzt sagen, dass ich fühle mich nicht sicherer, aber im Endeffekt hat das ja schon was gebracht, sonst hätten wir vielleicht jetzt Terroranschläge gehabt, aber viel ist auch unnütz gewesen. Also ich finde diese ganzen Datenspeicherungen und sowas brauchen wir nicht. Die Politik nutzt das, glaube ich, um auch viel durchzubringen, was eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass vieles auch geholfen hat. Also, dass man Flüge jetzt besser kontrolliert und sowas, bringt schon was. Und dass man auch Verdächtige besser unter Kontrolle hält, bringt, glaube ich, auch was. Also, ich meine, die ganzen Sauerland-Terroristen und sowas hat man ja auch irgendwie gefasst. Also, da hat es was gebracht. Hast du das Gefühl, sowas könnte uns in Deutschland auch mal treffen? Ich denke schon, dass das möglich wäre, ja. Vielleicht nicht in diesem Extrem, aber Anschläge in Deutschland würde ich nicht ausschließen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, wie die Politik uns das irgendwie einreden will, dass jetzt jeden Moment hier ein Terroranschlag passieren würde. Also ich denke mal, die Alarmbereitschaft hier in Deutschland ist schon sehr groß, aber sicher ist man eigentlich nirgends. Und ich denke, Amerika ist auch alarmiert, aber wirklich daran ändern kann man ja nichts. Also es ist schon besser geworden, auf jeden Fall, das schon. Ich glaube, dass da schon viel Potenzial ist, auch irgendwie, dass sehr viele Menschen unzufrieden sind. Aber Terrorismus ist ja ein Zeichen von Unzufriedenheit. Und wenn das so weitergeht, dann wird da, glaube ich, schon ein bisschen Schlimmeres passieren. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube schon. Ich denke, das ist schon möglich. Es ist schon möglich, dass sowas passiert. Bestimmt. Bestimmt, weil ich nicht denke, dass man irgendwie was tun kann, um wirklich alle Risiken da irgendwie abzuwehren. Ich denke, das kann man einfach nicht. Ich denke, es ist immer möglich, dass irgendwas passiert. Deswegen renne ich aber nicht mit Angst durch die Gegend, so, weil das bringt auch nichts. Leute, ich bin etwas überrascht, dass sich so viele Leute noch an das Ereignis erinnern können. Immerhin ist es schon 10 Jahre her. Was mich aber sehr freut, ist, dass die Leute sich in Deutschland sehr sicher fühlen. Ich sage damit ciao, bis zum nächsten Mal, eure Amelia.